Aber auch ein bisschen Platz zum Wenden hier. So. Aber geht das dann nicht auf dein Datenvolumen, wenn du jetzt in den Stream reinguckst? Oder hast du so eine AllNet-Flat? Mein Arbeiten und Stream gucken, ne? Das ist optimal. Habe ich damals auch gemacht. Nach 2 Stunden war mein Datenvolumen komplett leer. Ja, ciao, ciao. Das hofft, dass die Musik immer aufhört. Ja, war mir irgendwie klar, dass ich die noch auspacken darf. Ja, das war klar, dass ich das Fundament auch noch gießen darf. Jetzt habe ich die natürlich nicht hier. Nee. Den Kram beim Umfang. Könnte nämlich gut sein, dass ich den anderen Kram brauche. Dann könnte ich den nämlich eigentlich auch mit zurücknehmen. Und die anderen Sachen mal eben drüber holen. Ist nicht ganz so einfach, wie das immer aussieht. Das ist so ein schwierig manchmal zu steuern, das Ganze. So viel ist das gar nicht, ne? Ich wundere mich gerade schon, warum der so schnell so bei 60% ist. Zack, fertig. Das ist nur durch das Lower, das ich hier zurückgesetzt habe. Und jetzt ist das Problem, der Betonmischer natürlich zu nah dran steht. Weil da wird bestimmt gleich noch mehr kommen an Beton, was wir vergessen müssen.
Sag ich doch. Als ob ich es nicht gesagt hätte. Ende gießen ist nicht ganz so schön. So, dann einmal gießen. Verdammt, ist leer. Jetzt schon? Die Karte ist aufgefüllt. Ach, müde kommt doof. Oh Mann. Gut, also jetzt habe ich 97%. Ich brauche nicht alles machen. Juhu! Das ist so dieser Part mit diesem Betonmischer ist so. Ja. Den mache ich halt ungern. Wie viel habe ich denn jetzt noch da drin? Ich denke, ich werde gleich sogar so nochmal gießen müssen. Also auf in den Kran. Was brauche ich denn? Decken oder doch Deckenelemente? Und einen von dem roten brauche ich nochmal. Also ich hätte auch den anderen Kran nehmen können, so ist es nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch das Ganze geht und dann kann es nämlich schon sein, dass ich das mit dem anderen Kran nämlich nicht schaffe. So, einmal rüberschmeißen hier. Ach ja, es ist falsche. Ja, es ist falsche. Ich brauche nämlich das Gitter, das ist eins von den großen.
Dann müssten die das hier sein, ne? Ne, die sind das nicht. Die daneben sind das. Die kommen als letztes hier. Erstmal die Lampe komplett kaputt gemacht. Gut, dass hier kein NPC irgendwo rumsteht. Na komm schon. Ach, ich brauch das nicht auspacken. Wie kommt das denn? Steuerung ist auch etwas gewöhnungsbedürftig. Na. Gut, dass das nur 5 Stück sind. Na, dann nach hinten. Guten Abend. So, das weiß ich gar nicht, ob die schon frei sind. Da habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt. Ich habe da irgendwas gelesen, dass da wohl irgendwie ein Livestream oder sowas kommen soll. Ich weiß auch, dass es einen Season Pass geben soll. Aber ich weiß noch nicht, ob ich den kaufe. Weil ich eigentlich nur die Kampagnen durchspielen will. Und eigentlich nicht mehr machen will. Wir haben ja noch USA auch noch vor uns. Deswegen mal gucken. Aber für 30 Euro ist mir zu wenig drin. Für einen Season Pass, was irgendwie nur für ein Jahr ist. Ich denke mal, dass man die Kampagnen wahrscheinlich auch später einzeln kaufen kann. Gib mich noch eine Platte. Ach, die ist da drunter.
Ja, das ist, glaube ich, eine neue, die mit reinkommt. Und der Rest ist so ein bisschen. So, wenn ich es richtig gesehen habe, ist das so, wie nennt man das? Kosmetik? Also Transport im Endeffekt, also einfach was das Aussehen betrifft. Ein paar Sachen sind halt mit dabei. Aber mich interessieren halt eher so die Kampagnen. Aussehen vom Charakter ist jetzt mir nicht allzu wichtig. Oder halt die Fahrzeuge. Die finde ich halt interessanter. Aber du hast auch sehr viel zur Auswahl an Fahrzeugen. Also jetzt schon, finde ich. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das irgendwie ein Unterschied ist, ob du die Deluxe-Edition hast oder die normale Version. Da weiß ich nicht, ob es einen Unterschied gibt. Weil ich habe die Deluxe-Edition gekauft. Neue Maps soll auch reinkommen. Ah, okay. Also ich warte jetzt erstmal noch, ich habe jetzt von, also wir sind noch relativ früh am Anfang. Wir haben jetzt eine Kampagne schon fertig komplett, das ist die von dem Museumstypen, wobei ich bei der letzten Mission echt gekotzt habe, wenn man das auf hoch spielt. Und jetzt bin ich gerade für die Bürgermeisterin dran, aber ich werde jetzt heute auch nur das Level machen, weil ich habe Spätschicht die Woche. Und wir machen die ganze Woche dann Bausimulator abends so ab 11 nach 11 rum. Dann versuche ich halt in der Zeit eine Mission zu machen. Und dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Was haben wir denn da? Kies liefern und verteilen. Nice. Jetzt habe ich meinen Wagen, glaube ich, schon weggepackt. Ne, nee, der steht noch da. Ansonsten, ich versuche gerade mit Controller zu spielen und gleichzeitig dann noch mit Maus. Also die Kamera mache ich dann mit der Maus. Den Rest mache ich gerade alles mit Controller. Das ist so einer der wenigen Punkte, die ich wirklich bemängeln muss bei dem Spiel, dass die Kamera halt nur mit der Maus zu steuern ist. Außer du hast irgendwie was rausgefunden, dass man das auch mit Controller machen kann. Weil ich steuere das immer nach mit der Maus. Sonst hast du da irgendwie ja eine schlechte Sicht. Innensicht mache ich halt ungern, weil ich dann immer so das Gefühl habe, dass die FPS so weit runter droppen. Das geht mit der Kamera, okay. Ah, okay. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Jetzt hast du das natürlich alles schon gemacht. Und dann musst du dann nochmal quasi von vorne anfangen. So, was wollten wir reinhaben? Kies. Verteile den Rest gleich wie heißt er denn jetzt hier? Dem Bagger, der da vorne steht, die Raupe. Brauche ich das nicht doppelt kaufen? Weil wir haben jetzt schon, also ich mache den Auftrag gerade auf mittlerer Stufe, nicht auf niedrig, sondern auf mittel. Weil hoch dauert mir dann doch ein bisschen zu lange. Braucht ihr nicht mal verteilen, ich habe die 100% voll. Noch besser. Einstellkamera, dann und Kamerasteuerung umschalten. Warte, lass mich mal kurz gucken. Wo habe ich jetzt mein Menü? Andere Seite. So, Einstellung, dann Kamera. Dann Kamerasteuerung umschalten. Wo habe ich dich denn hier? Kamerasteuerung umschalten. Schulterblick manuell. Wo Zeit steht? Ich übersehe es gerade. Warte. Zeit. Jetzt sehe ich das mit der Zeit nicht. Welche Reihe ist das denn? Ach da, Kamerasteuerung. Ah, meinst du das hier? Ah, das meinst du wahrscheinlich hier. Immer das meinst du, ne? Oder was ist irgendwas mit Zeit? Ich sehe das nämlich jetzt nicht mit Zeit. Ach, müde kommt nämlich doof. Ach, da unten. Ach, da. Ah, ja, jetzt habe ich es gesehen. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Umschalten. Was war das auf? Auf Umschalten sollte ich das stellen. Okay.
Controller umschalten. Ja, mal gucken. Wie kann ich das jetzt mit der Maus. Wie kann ich das jetzt mit Controller steuern? Rechten Stick. Aber ich kann die Kamera nicht drehen, ist das Problem. Oder geht er dann von automatisch? Ah, okay, er geht von alleine. Muss ich mal ausprobieren. Ach, linken. Linken Stick. Linken Stick habe ich gerade reingedrückt. Passiert. Ah, perfekt. Dankeschön. Dankeschön. Genau das wollte ich haben. Das ist das, was ich brauchte. Verdichten. Da brauche ich die Dings hier. Jetzt hänge ich hier fest. In die Erdbau-Dingswalze hier. Wo ist die Erdwalze? Die brauche ich. Na gut zu wissen. Was ist, wenn ich jetzt neu, wenn ich jetzt morgen weiterspiele? Bleibt das dann so eingestellt oder muss ich den Stick dann nochmal reindrücken? Ich muss dann wahrscheinlich nochmal reindrücken, ne, dass er das dann übernimmt. Ich finde, es ist einfacher. Okay, ich muss dann nochmal reindrücken. Das ist nämlich einfacher, damit du brauchst dann mit der Maus nämlich nicht spielen. Dann kann ich die nämlich wegpacken hier. So. Ich habe auch unter den Einstellungen noch gar nicht geguckt gehabt, fällt mir gerade an. Aber jetzt habe ich es ja eingestellt. Dank dir. Das 500 Spielstunden. Ja, das ist eine Menge. So viel haben wir gar nicht. Also ich kann mal eben kurz gucken. Wir haben aktuell, lass mich schauen. Jetzt wollte ich gerade sagen 354, aber das war ATS. Knapp 40 Stunden haben wir fast in dem Spiel. Ich habe den anderen damals gespielt, den Construction Simulator. Den, ich glaube von 2012 oder sowas war der. Den habe ich damals sehr gerne gespielt. Und den habe ich auch mir relativ spät gekauft. Es gab ein paar Leute, die sagten, ja, immer der ist draußen. Wann machst du den? Keine Ahnung, da wenn ich Zeit habe. Deswegen, den habe ich auch ganz gerne gespielt damals. Also quasi der erste, den ich gespielt habe. Ich habe alle, ich hab nur die beiden. Weil der hat mir damals sehr viel Spaß gemacht damals. Na, wir sollen so ein Stück nach vorne fahren. Ich finde den jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Also das, bis auf das mit der Kamera, was mich jetzt gestört hat, fand ich den bisher eigentlich jetzt ganz gut. Nur bei manchen Missionen, wenn du halt wirklich so eine Baugrube ausheben musst, kommst du irgendwie dann auch doof vor, weil du hast so eine riesen Baugrube, die du hast, und die solltest du dann leer buddeln. Ja, ist hier doof gelaufen dann, wenn man dann alleine spielt. Es dauert dann halt ganz schön lange im Endeffekt. Ja, dann bist du gefühlte Ewigkeiten dran. Und das will sich ja nachher keiner angucken, nachher auf YouTube. Deswegen schneide ich solche Sachen dann immer zusammen. Und dann hast du quasi so eine Zusammenfassung, auch wie bei der letzten Mission mit dem Museumsdirektor. Die habe ich halt auch zusammengeschnitten. Und die fand ich schon, die habe ich auch hochgespielt. Also ich habe da 3 Tage dran gesessen, immer so ein paar Stunden. Und ich fand die dann doch immer sehr, sehr, sehr nervig. Deswegen hoffe ich, dass die Karten, wenn wir die auf Mittel stehen, spielen, dass die nicht allzu lange sind. Dann gibt es zwar mehr Geld, wenn du auf hoch spielst. Weil die 4 Millionen, die haben mich dann schon gelockt. Aber die Zeit, die ich dann investieren muss, war mir dann doch etwas zu lang. Deswegen habe ich das dann doch irgendwie dann hingekriegt. Deswegen habe ich danach keine Mission mehr auf hoch. Ja, du hast sehr viel auf hoch. Ich meine, du bekommst auch sehr viel Geld dafür, ne? Aber du musst auch sehr viel Zeit und Geld investieren. Gerade bei dem Museumsanbau, da bin ich schon fast, ja, nicht unbedingt pleite gewesen, aber mit den Nerven am Ende, weil du halt sehr viel quasi mit dem Betonmischer machen musstest. Und der kostet dich ja auch jedes Mal, wenn du das auffüllst, 18.000 so eine Ladung, ne? Und dann war das Problem, da kam ich mit dem Kran nicht überall dran, musste mir dann nochmal den anderen Kran holen. Ich habe ja nämlich beide Kräne, also jetzt von denen da, von dem geradeaus, da habe ich beide. Und die, die du halt fahren kannst, habe ich beide, ne? Meistens alleine, ja. Also es hat mir einmal gereicht, auf hoch zu spielen. Das ist mir dann doch etwas zu langwierig. Also Kampagnenmission würde ich so, wenn alleine spielen. Macht halt ja diesen Reiz ja dann auch irgendwie noch aus mit der Kampagne, dass man da
die Sachen so ein bisschen alleine macht. Also sonst, ansonsten, wenn man irgendwelche andere Missionen hat, die kann man schon mal im Multiplayer spielen. Aber wenn ich jetzt damit anfange, jetzt das auch noch im Koop zu spielen, dann wird meine Liste noch länger an Projekten, die ich noch im Koop offen habe. Dann haben die Leute halt nicht immer Zeit, weil viele von denen, mit denen ich zocke, die haben dann selber Schichtarbeit. Der andere, der hat nur eine Schicht, der kann dann halt auch nicht immer. Ist halt immer so das Schwierige daran, ne? Ach, das geht? Das kann man machen. Dann denke ich mal, kannst du auch die Fahrzeuge mitnehmen, ne? Wie gesagt, die amerikanische habe ich noch nicht gezockt, die wollte ich als letztes machen. Bin mal gespannt, wie die so ist. Fahrzeug, ach, schade. Schade. Wäre natürlich schön gewesen, wenn das auch gehen würde mit den Fahrzeugen. Habe ich schon wieder mit der Maus rumgespielt. Wäre natürlich schön gewesen. Aber finde ich schön, dass man da zwei, dass man halt Europa und Amerika im Endeffekt hat. Finde ich ganz cool. Aber wie gesagt, mit dem Season Pass, da warte ich jetzt erstmal noch. Gucken, was da jetzt noch kommt, ob sich das überhaupt lohnt, weil für 30 Euro ist mir einfach zu wenig drin. Mit 30 Euro kann ich eigentlich noch zwei Spiele im Endeffekt kaufen. Da könnte ich kaufen, sagen wir mal so. Deswegen lohnt sich jetzt für mich jetzt nicht unbedingt den Season Pass zu holen. Ne? Ja, ich habe ja jetzt schon 1,7. Wir haben ja noch nicht alle durch. Wie kommst du denn nach Amerika rüber, wenn du die Kampagne komplett abgeschlossen hast? Dass du dann komplett rüber gehen kannst? Na, ich habe doch schon wieder eine Ecke vergessen. Ach, ich kann direkt drüber gehen. Ach so. Das wusste ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung in dem Spiel. Ja, aber dann mache ich erst die Kampagne zu Ende. Ich habe ja dann noch zwei Stück offen. Wenn ich die dann komplett fertig habe, dann habe ich ja noch zwei. Und dann kommt ja noch das große Finale am Ende. Deswegen, die würde ich dann als letztes machen. Ja, ist so schlimm? Ich denke mal ja, ne? Ich denke mal ja. Also ich fand das mit dem Museum schon recht nervig, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich die Woche das hinkriege. Weil ich gesagt habe, ich werde maximal bis 2 Uhr machen. Und werde versuchen, halt pro Tag einen Auftrag fertig zu kriegen. Was natürlich nicht immer so einfach ist, weil manchmal dauert das ja halt doch schon relativ lange, ne? Nie wieder. Haben wir ja gerade drüber gesprochen, ne? Und Dankeschön fürs Folgen. Haben wir gerade drüber gesprochen, ne?